Hallo und herzlich willkommen zurück zu Delicious Emily's Moms vs. Dads. Ja, Patrick, mein Freund, was haben die Kinder nur mit dir gemacht in der letzten Folge? So, das Grundgerüst steht. Der Wettbewerb nimmt Züge an. Der erste Veranstaltungsort steht fest. Jetzt brauchen wir ein paar Ideen für die erste Herausforderung. Und wir hatten den Beerensalat. Okay. Eieiei. Was war im Laden los? 300. Ja, komm her, dann kaufe ich jetzt systematisch das hier und dann hier so einmal rum vielleicht. Marilyn, it's an epic win. Even in my dreams, it sounds like Andy loves Marilyn to me. Das ist ein nettes Lied, Andy. Aber es braucht mehr, damit ich sehe, dass du dich verändert hast. Nett. Unser Manager will es zu Merktone Records schicken. Er sagt, es hat Top 50 Potenzial. Marilyn, ich will, dass wir wieder eine Familie sind. Bitte, ich werde alles dafür tun. Super, dann macht es dir bestimmt nichts aus, heute auf Levi aufzupassen. Heute? Es ist nur, ich und die Jungs wollten in der Cider Mill für Steve ein Konzert geben. Er hat ja heute Geburtstag. Levi braucht einen Vater, Andy, keinen Rockstar. Emily, bezüglich des Wettbewerbs, falls du Hilfe brauchst, kannst du voll und ganz auf mich zählen. Vielleicht nehmen ja ein paar zuverlässige Single-Männer am Wettbewerb teil. Ciao, Andy. Hör dir Marilyns Ideen an. Okay. So, na dann wollen wir mal schauen. Hier mal ein bisschen ausfüllen. Ja, Andy, weißt du, ich mag dich gern, aber Marilyn hat ausnahmsweise mal recht. Oh shit, was wollen die hier? Das zweimal und das, alles klar. Oh Gott. Ja, ausnahmsweise hat sie ja mal nicht unrecht. So, das, das und das. Eine Olive wollt ihr und einmal Cannelloni, okay. Und das, die Maus, sehr schön. Das und das und das und darüber und dann Marilyns Idee. Okay, warte mal. Das, 1, 2, 3, 4. Ich kann mir die Ideen jetzt leider gerade nicht anhören. Ich denke aber, sie werden phänomenal. Phänomenale Ideen. Ja, jetzt verlier doch nicht gleich ein Herz. Ah. So, okay, das ist für dich. Bin schön. Och Gott, der arme Junge kriegt schon wieder Gurkensaft. So, einmal halten. Da unten wird geputzt. Oh Gott, oh Gott. Ja, noch lacht das Kind. Aber das mit dem Gurkensaft, also ehrlich, das finde ich schon hart. Gesund hin oder her. So, was möchte die Lady? Die möchte einmal das und das. So, dahin. Dann brauchen wir hier eine Nuss in der Tüte. Einmal Tee, dann Marilyn. So, was? Ihr wollt Tee und Cannelloni. Alles klar, kommt. Und er möchte bezahlen. So, einmal den Obstsalat darüber, bitte. Jawohl. Aufräumen. Kassieren hier unten. Und du machst vielleicht nochmal hier so einen komischen Gurkenkram. Ekelhaft, ey. So, einmal das, dann das. Dann brauche ich den Tee, dann brauche ich das. Die Karotten nicht vergessen, da aufräumen. 1, 2, 3 und das brauche ich. Jaha, ich weiß doch. Ich sehe doch, aber ich bin halt nicht so schnell. Oh mein Gott. 1, 2, 3, das. So, einmal Marilyn. So, das und das für die Omi. So, Emily, machst du nochmal Gurke? Runter. So, warte, Gurke. Oh, Dreier-Kombo. Sehr schön aufräumen. Und ihr wollt hier die Marmelade. Kommt sofort. Ist das Marmelade überhaupt? Das arme Kind kriegt doch nicht ein komplettes Glas Marmelade und trinkt das aus, oder? Ich habe keine Ahnung. Naja, ist auch egal.
Vielleicht ist es auch so eine Art Brei oder so. 1, 2, 3, 4 mal. 4 Eier bitte. So, warte, warte, warte. Das, ja, ja. Hm. Dann den Dings da drauf, darunter zu dir. Mary Lynn hat noch eine Idee. Wunderbar. So, ihr wollt das. Ihr wollt das Ei und den Salat. Okay. Hab ich. Und was kann ich für euch hier unten tun, Ladies und Gentlemen? So, das jeweils einmal. 1, 2, 3, 4 mal das. Und hier dieses komische Olivenöl. Dann brauchen wir Tee. Hier brauchen wir eine Mischung für dich. Da oben schon wieder Gurkensaft. Halten. Ja, ja, ich halte, ich halte, ich halte. So, Kassenkombo. Aufräumen, aufräumen. Einen Salat, einmal Gurke. Nach hier unten. So, du kannst schon gehen. Einmal das, einmal Mary Lynn, einmal den Tee. Ich hoffe, Emily holt jetzt die Gurke. Emily, holst du die Gurke bitte? So, da wird mal schnell aufgeräumt. So, dann hier rüber, dahin. Okay, läuft. Läuft, ihr Lieben, läuft. Jawohl, da sehe ich es auch. Der Stern ist da, der letzte. Alles ist gut. Okay, das ist für dich. Warte mal, dann brauche ich das noch. Einmal Gurke hier rüber. Und hier noch einen Obstsalat nach da oben. Alles klar. Der sieht total lecker aus hier, ne? Mit Trauben, Bananen, Erdbeeren. Warte mal, ich gehe erst aufräumen. Voll lecker. Muss ich mal sagen. Hm. Okay, haben wir es wieder geschafft. Bist du dir sicher, dass wir den ersten Teil des Wettbewerbs im Spa veranstalten können, Marilyn? Machst du Witze? Dein Videoblog ist die beste Werbung und bringt mir so viele neue Kunden. Ich sollte dich dafür bezahlen. Oh, das wird super werden. Chad ist schon ganz aufgeregt. Natürlich wissen wir alle, dass er der sichere Gewinner ist. Aber vielleicht spornt seine Teilnahme die anderen ja auch zu Höchstleistungen an. Er hat noch nicht gewonnen. Weißt du was? Ich habe deinen Ehemann, glaube ich, noch nie kennengelernt. Oh, also, er ist sehr viel für seine Arbeit unterwegs. Das ist sicher nicht einfach. Ach, er ist ja nur ein paar Wochen am Stück weg und er ruft uns jeden Abend an. Normalerweise. Aha. Hat sie etwa auch das Gefühl, dass sie ein bisschen im Stich gelassen wird von ihrem lieben Chat? Kann das sein? Naja, okay, nächste Herausforderung. Vorräte im Fokus. Wie unsere Großmütter schon sagten, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Das heißt wahrscheinlich, mir darf jetzt gleich nichts ausgehen. Kann das sein? Hm. Was haben wir? 350. Komm her, dann kaufen wir jetzt das. Jo, dann los. Hab immer alles vorrätig. Ja, klar. Natürlich, ja, Emily. Dann hau mal hier rein in die Tasten. Dann bereiten wir jetzt gerade erstmal was vor. Bis die sich da unten entschieden haben. So, 1, 2, 3. Ja, na klar, ey. 1, 2, 3. Das war so klar. Ja, jetzt nehmen die nämlich alle das, was vorbereitet werden muss. Frechheit. Naja, werden wir ja hoffentlich trotzdem hinkriegen. So. Was kann ich für euch euch beide, ja, euch vier. So, warte, ihr wollt das und das. 1, 2, 3, 4, das. Dann wollt ihr eine Olive und eine Olive mit Nuss. Okay, warte. Das brauche ich. Eine Nuss brauche ich hier unten. Dann wird da erstmal kassiert. Da wird aufgeräumt. So, einmal Möhren. 1, 2, 3 Eier. So, das ist dann für dich. So, du möchtest das. 1, 2, 3 Nüsse für dich. Was? Fasaneneier? Echt jetzt? Und Spargel. Okay, Spargel ist ja okay. Fasaneneier. Naja. Wenn es schmeckt, mir egal. So, was tust du deinem Kind an? Oh, Cannelloni, das wird es mögen. Da bin ich mir sicher. So, alles klar.
Emily, mach noch mal hier bitte einmal Gurke fertig. So, wir brauchen das, das, das. Eine Cannelloni hier für dich, zweimal Tee für dich, hier eine Combo für mich. Und da oben wird kassiert. Ich habe alles aufgefüllt. Naja, es sind ja nur die beiden Sachen. Das sollte gehen. So, das ist für dich. Du darfst auch schon gehen. Oh, zweimal Möhren. Das ist schlecht. Moment. Nochmal Möhrchen. Möhrchen, Möhrchen. So, das ist für euch. Eins, das. Das. 1, 2, 3, 4, das. Und dann wolltest du das mit dem und dem. Jawohl. So, dann brauche ich einmal das bitte, Emily. 1, 2, 3, die Tüte. Okay. Dann brauchen wir das und Cannelloni für dich. Combo für mich. Und einmal Gurke nach hier oben. Da unten wird schon mal aufgeräumt. Sehr schön. So, du machst mal das. Ich gehe mal kassieren. So, okay. Ja, nee, nee. Jetzt fülle ich erstmal da oben die Gurke auf. Einen Moment bitte. So. Das. 1, 2, 3, 4. Das. 1, 2, 3. Die Tüte drumherum für dich. Bitte schön. Aufräumen. Aufräumen. Heieieiei. So, das für dich. Und 1, 2 Eier, 1, 2, 3 Eier für dich, das und das. Jetzt habe ich alles einzeln gebracht, ne? Naja, wenigstens Kassenkombo. Füll mal da auf, bitte, Emily. Dankeschön. So, das, 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 das. Einen Tee eingepackt für euch. Was kann ich für euch beide tun? Ihr möchtet hier die, keine Ahnung, Marmelade. Sehr schön. Hat dir geschmeckt? Das finde ich super. Da wird man schnell aufgeräumt. Dann holen wir das. Und ein Ei hier drüben. Kommen die hier vielleicht zum Bezahlen? Ja, sie kommen. Aufräumen. Oh, blockieren die sich. Ich hasse euch. Warum tut ihr das? Manu, habe ich extra abgewartet. So, warte. 1, 2, 3, das. 1, 2, 3, das. Für dich. Für dich. So, wo ist meine Maus? Ach, da. Zwei. Und ein Ei. Hier runter. Noch eine Combo. Aufräumen. Ich hasse es, wenn die sich an der Kasse blockieren auf einmal. Das war so schön getimt von mir, ne? Naja. So, da oben aufräumen. Ach komm her, du kannst gehen. So, du möchtest das. 1, 2, 3 Oliven hier. Dann brauchen wir das nochmal und das nochmal, Emily. Das ist für dich. Das ist für dich. Tee packe ich noch ein. Das packe ich noch ein für dich. So, bitteschön. Dann wird nochmal ordentlich Dreier-Kombo gemacht. Oh, wie gemein. Gut, dass ich es vorbereitet habe, ne? 1, 2, 3, 4. Da wollte mich das Spiel doch jetzt wohl foppen hier, ha? Huh? Ja, 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 ja. Gut, dass ich es vorbereitet hatte. Wie gemein. Naja, so, sauft aus. Der Laden ist dicht, Freunde. So, nochmal schnell aufgeräumt und dann ab nach Hause mit euch. Das war gemein eben mit dem Gurkensaft. So, und Level 8 machen wir natürlich noch. Notfallvorbereitungen. Keine Sorgen, Stacy. Die Mädels sind hier und sie wissen, wie man mit unerwarteten Gästen umgeht. So, Fasaneier. Ganz toll. Spargel. Achso, der liegt jetzt da oben. Na gut. Laden ging nicht, ne? Nee, hatten wir ja. Okay. Oh, wie wäre es mit einer alle für die Schule fertig machen Herausforderung? Wir wecken sie 15 Minuten vor Schulanfang auf und dann sehen wir, wer sie am schnellsten anziehen, das Frühstück und die Pausenbrote fertig machen kann und sie rechtzeitig zum Schulbus schicken kann. Ihr seid total gemein, echt. Bonuspunkte für Outfits, die nicht zusammengewürfelt sind. Fies. Hilfe!
Die ganze Familie von Mike hat sich zum Abendessen angemeldet und hat vergessen, mir was davon zu sagen. Alle Frauen an Deck. Protokoll Familienkrise wird aktiviert. Wie geil. Ich mache Salate. Ich kümmere mich um die Vorspeisen. Weißt du was, Stacy? Wir sind gerade mit einer Sache beschäftigt, die du sicher auch sehr interessant finden wirst. Die verbünden sich hier total. Bringe die Bestellungen zu Stacy. Okay. Die verbünden sich hier total. Ich finde es unfassbar. Die armen Männer, ey. Die kriegen hier richtig Lack. So, was wollt ihr? Ihr wollt das und das wollt ihr. Einen Tee wollt ihr, Cannelloni wollt ihr. So, bitteschön. So, dann machst du nochmal eine Gurke fertig, bitte. Dankeschön. Und einmal Obstsalat darüber. So, Stacy ist da unten. Okay. Oh, das war knapp jetzt, ne? Da hat Stacy mich doch ein bisschen abgelenkt gerade. Aber egal. So, zweimal Obstsalat. Ich habe die Maus gehört. Die ist da. Sehr schön. So, das brauche ich noch für euch. Dann brauche ich das, 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 das. Cannelloni hier. Ja, bitteschön. Dann mal schnell putzen, bitte. So, dann... Uah, nein. Ein Fasanenei mit Schleife vor allen Dingen. Okay, warum nicht? So, das brauche ich. Und die Kiwi hier oben. Okay. Wie oft kommt Stacy nochmal? Noch viermal, okay. Oder habe ich sie jetzt schon einmal verpasst? Ich hoffe doch nicht. Nein, nein. Nein, da kommt sie. Und sie möchte hier oben so ein Fruchtdingen. Fruchtdingens. 1, 2, 3. Mal da auffüllen. So, das ist für euch. Die Oma freut sich mehr als das Kind, ey. So, was? Das möchtest du? Eine Nuss in der Tüte, bitteschön. So, könnt ihr auch schon gehen. Und was? Olivenöl und im Pfirsich hier runter. Ein Fasanenei, Olivenöl für dich. Ach, Kinas. Das wird richtig lustig hier, glaube ich noch. So, wir brauchen das. Zwei Fasaneneier, eine Schleife, einen Salat. Okay. Mach mal bitte Gurke nach. Dankeschön. So, Fruchtsalat für Stacy. So, das, das, das brauche ich. Das Olivenöl brauche ich. Hier eine einzelne Olive und zwei Fasaneneier nach da. Was willst du? 1, 2, 3, 4. Oh Gott. 1, 2, 3, 4. Oh Gott. Hier, bitte, nimm hin das. Das, das, das. Und einmal hier für dich. Da wird kassiert. Oh, da oben. Da oben, die wollen auch was haben. Hier wird mal aufgeräumt. Alles klar. Hier nochmal aufräumen. Da nochmal aufräumen. 1, 2, 3, 4. Das. Ein Ei für dich, Kasse. Oh, 2, 3. So. Stacy, du musst noch bitte zweimal kommen. Jawohl, da kommt sie schon. Okay, das ist dann für dich. Dann da oben. Ja, dann machen wir gleich noch eine Gurke. So, warte, was willst du? Das willst du, das, das, das. Das brauche ich. Und 1, 2, 3. Bitteschön. Für dich, für dich. Dankeschön, Wiedersehen. Was? 1, 2, 3 und das. Und einmal Gurke. Also der Gurkensaft scheint aber, Spargel, sehr beliebt zu sein. Zweimal das. So, warte, das wird eingepackt. 1, 2, 3 für euch. Obstsalat da oben hin. Jawohl. Oh. Würde ich gerne Gurke nochmal nachmachen. Wenn die das hier so gerne mögen, dann habe ich da lieber ein bisschen mehr von. So, und Stacy möchte 1, 2, 3, 4 Eier. Alles klar, bitte schön. 1, 2, 3 und 1, 2, 3, das. Ja, ja, jetzt ist der Gurkensaft schon fast weg. Das ist doch nicht zu fassen. So, hört doch mal auf jetzt hier mit dem Gurkensaft. Ich finde es ja toll, dass ihr den mögt, aber es bringt mich ein bisschen in die Bredouille hier. Jetzt mal wirklich. So, das brauche ich noch für dich. Olivenöl, das Gelee hier unten. So, bitteschön, da wird aufgeräumt. Hier kannst du nochmal kassieren kommen. So, da einmal den Gurkensaft hinbringen.
jawohl, danke schön. Mach nochmal, lieber Bärchen. Wir haben ja noch einen Moment geöffnet. Ich traue denen hier nicht. So, warte, das und das brauche ich für dich. Da wird mal flott aufgeräumt. Dann wird hier kassiert. Ich habe 3 Gurkensaft. Ich hoffe, das reicht jetzt. So, 1, 2 davon für dich. Ach, komm mal her, wir machen noch einen. Sicher ist sicher. Nicht, dass da gleich wieder der Vierertisch und so, ne? Ja, ja. Jetzt will er nämlich schon wieder einen. Okay. Bitte schön. Okay. Die wollen keinen Gurkensaft. Die wollen die Nuss. Die wollen den Tee. Oh Gott, ey. Es wird echt schwierig hier. Wo der ganze Kram hier ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, esst auf hier. Ich will den Laden dicht machen, Freunde. Abmarsch. Ja, das schmeckt Ihnen. Ich verstehe das. Okay, aufräumen. Und Kasse. Ja, habt ihr gut gemacht, ihr zwei. Ich weiß. Du bist dir also sicher, dass wir das Camp am Krallensee nutzen können? Null Problemo. Wir verstehen uns super gut mit den Verwaltern. Ich werde es persönlich reservieren. Also, damit haben wir uns auf die Herausforderungen geeinigt? Ich weiß nicht, einige davon sind doch recht gemein. Also bitte, als Patrick und Kate klein waren, hatte ich einen Vollzeitjob und bin abends noch zur Schule gegangen. Und ich habe den Mount Everest bestiegen, dabei einen Schal gestrickt und einen Baum gepflanzt. Und alles gleichzeitig, jawohl. Ohne dass mir auch nur irgendjemand geholfen hat. Im Vergleich dazu ist das hier überhaupt nichts. Finde ich auch. Mama! In all den Jahren habe ich deinen Vater für eine Sache gelobt, die er im Haushalt erledigt. Natürlich ist er ein wunderbarer Ehemann und Vater, aber der größte Teil der Hausarbeit bleibt doch an mir hängen. Ich kann nichts mehr ändern, aber ihr Mädels müsst ihnen eine Lektion erteilen, solange ihr das noch könnt. Bridget ist so böse, ne? Dann sind wir uns wohl einig. Camp Krallensee, Alter. Das hört sich gefährlich an, ihr Lieben. Also die Damen fahren hier richtig bösartig auf. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ich bin sehr gespannt, wo das noch hinführt. Wahrscheinlich ins totale Chaos. Aber eventuell erfahren wir das schon in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.